Das ist doch scheiße. Okay. Ja, ich glaube, den kriegen wir noch nicht. Ist ärgerlich. Aber wenn Yuan Shu besiegt ist, dann ist der Weg ja eigentlich frei. Dann machen wir es einfach im nächsten Szenario, behaupte ich jetzt mal. Gut. Dann greifen wir jetzt an, was soll's. Bewegen, los geht's. Ziehe natürlich noch den Gesandten hier hin. Vielleicht fehlt er jetzt ja nicht mit der Spionage. Hä? Außer Reichweite? Wieso? Hä? Warum ist er außer Reichweite? Weil Jian Yong da ist? Checken Sie das, dann checken Sie das. Ich check also gar nichts hier. Nö. Er darf nicht. Ach so, weil ich den schon bewegt habe, ne? Ah, makes sense. Den habe ich schon bewegt. Und dann habe ich gespeichert gehabt. Jetzt verstehe ich's. Okay. Wir haben noch ein Item bekommen. Wie kann ich das nochmal... Wie kann ich denen denn ein Item geben? Wie geht das? Ach, nur in der Stadt, glaube ich. Ja, das hätte ich vorher machen müssen. Ich voll Idiot. Ist halt die Frage, ob das Item überhaupt gut ist. Wir sind 4 Zivilisten. Penping. Hm. Nix für uns. Na gut, dann kämpfen wir. Was soll's. Let's go! Nein! Ich will jetzt kämpfen. Er ist kurz... Am Rande seines Abgrunds will ich doch keinen Waffenstillstand mit dem aushandeln. Möchtet ihr einen Waffenstillstand mit einem aushandeln, der kurz vom Tod ist? Also ich nicht. Yes, wir sind alleine, ich liebe es. Geil. Als hätten wir Zhou Kang noch der Armee beifügen können, ne? Egal, jetzt haben wir nochmal Mitsu. Yuan Shu wieder sehr schlecht. Ganz wenig Truppen. Aber vielleicht hat er die nächste Mal nebeneinander, dann können wir den Streit benutzen. Haha, immer noch geschwächt. Ah, der hat ziemlich viele Truppen wieder. Gleiches Spielchen nochmal, ne? Die Map sieht auch ähnlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Der darf 1, 2, 5 Felder nach vorne, kann der. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können den auch eigentlich zu uns kommen lassen. Schade, dass wir noch keinen mit Taunt haben, weil sonst könnte ich den taunten und dann könnte ich hier direkt schon meine Combo machen und direkt einen ausschalten. Direkt von Anfang an kannst du einen damit vernichten. Das ist so gut. Taunt ist einfach broken. Das beste Taktik im Spiel auf jeden Fall. Also Sport. Er wird wahrscheinlich 5 Felder sich bewegen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bleibt er da stehen. Mhm. Ich denke, ich ziehe Guan Yu mal hier hin. Wie gesagt, ich liebe es, den Gegner kommen zu lassen. Weil die ja so dumm sind und hier immer approachen. Ich meine, sie sind ein bisschen schlauer als in Dynasty Tactics 2, aber trotzdem. Ein paar Fehlerchen machen sie dann doch. Genau wie ich gerade. Liu Bei hätte ich hier hinstellen müssen mit Hilfe. Und Zheng Fei hätte halt angreifen sollen. Nicht gut. Aber das kann man ja vielleicht noch ändern gleich. Wie ich vermutet habe, er greift direkt an. Bis Yuan Shu da ist, sind die anderen bereits angekommen. Ich, Mitsu jetzt ein Feld nach vorne setze. Kann dann bereits angegriffen werden. Wie es scheint. Ja, 5 Felder können die Reiter nach vorne gehen. Wir können das ja nochmal auschecken. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Wenn ich ein Feld nach vorne setze, wird er bereits von der Reiter attackiert. Das möchte ich aber nicht. Insofern stelle ich den hier hin. Ich meine, das wäre eh nur eine Attacke-Taktik. Ist jetzt nicht so schlimm. Er wird wahrscheinlich auch Attacke machen. Sprich, er wird Guan Yu wahrscheinlich angreifen und der wird mich hierhin pullen. 5 Felder wird er nach vorne stürmen. 1, 2, 3, 4, 5. Können natürlich das jetzt auch so ausrichten. Ja, das werde ich sogar machen. Wir richten das so aus, dass wir gleich Erstschlag haben. Ich ziehe mich wieder kurz zurück.
Diesmal werde ich das sogar... Ja, wobei. Er wird sich wahrscheinlich jetzt 5 Felder nach vorne bewegen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann steht er hier. Dann kann ich Liu Bei hier hinstellen. Es ist safe. Macht die Hilfetaktik rein, weil Guan Yu gleich angreifen wird. Wird Hilfe auch ausgelöst. Was ziemlich episch ist. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Und Guan Yu wird wahrscheinlich dann Attack mal oder Durchbruch oder vertreiben. Hinterhalt. Hinterhalt? Was war das? Ach, vom Wald. Ja, nee. Wird wahrscheinlich Attacke machen. Wird den der einen Feld nach hier versetzen. Ja, ich denke, mit Zhang Fei kann ich nichts chainen. Ja, dann würde ich mich selbst in eine Gefahr begeben. Ich denke, ich lasse den sogar mal hier. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ja, er greift an, weil er dumm ist. Wie macht der Zug? Noob, noob. Ja, wir greifen hier mit Mizu an. Haben den Waldvorteil. Seitenangriffsvorteil. Warum nicht? Und wenn wir die jetzt... Oh, wir können den Streit initiaten. Ist das geil? Ich glaube, das ist sogar besser jetzt, als auf Liu Bei's Dings zu warten. Wobei, doch, das ist gut, 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 das ist gut. Oh, Freunde, diese Taktik. Oh mein Gott. OMG. OM fucking G. Freunde, wir machen jetzt... Oh, ho, 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 ho. Ich kann das Spiel doch noch. Ich freue mich richtig. Ich kann es ja doch noch. Ey, könnten wir nicht sogar... Ah, oh, er ist doch Strategie, wir können verknüpfen. Oh. Soll ich euch mal was sagen? Die werden beide sterben. Die werden beide sterben. Alter, Falter. Ja, wobei, wenn ich das mache, dann kann ich nicht mehr den Streit initiaten, aber wir wollen ja den Streit machen, oder? Wir wollen ja eigentlich den Streit machen. Andererseits ist das natürlich mehr rewarding, wenn Zhang Fei was macht, ne? Hier vertreiben, mache. Ja, was soll's, man. Scheiß auf den Streit, schade. Ich hätte es euch gern mal gezeigt, aber ne. ja, ich hoffe, ich darf das jetzt verknüpfen, ne? Weil das ist jetzt schon wichtig. Ich mach das jetzt. Ey, Hinterhalt, wieso geht das? Ach, ist hier Grasland, ne? Ey, das würde auch funktionieren. Was wollen wir jetzt machen? Welche Taktik? Durchbruch ist scheiße, dann laufen wir Yuan Shu in der Arme, das wollen wir nicht. Vertreiben, Hinterhalt, Angriff, Attacke. Hinterhalt. Vertreiben. Ich lasse Charge drinnen. Ah, ich hoffe, das geht jetzt. Ah, danke. Das ist geil. Also mit dem Verknüpfen will ich noch immer ein bisschen Anschuhe. Ah, ich denke, das kriege ich noch hin. Ich denke, nur die Strategen können das. Macht ja Sinn. So. Du machst jetzt also Attacke. Nein, ich kann es nicht mehr changen. Jetzt hätte ich mich dann doch für den Hinterhalt entschieden, weil könnte eh nicht weiter als, dieses Feld weggedrängt werden und Attacke ist gut, um andere Taktiken zum Starten zu bringen, weil damit kann ich einen halt ein Feld verrücken und dann steht da vielleicht schon einer und der kann dann wieder was machen. Bei Hinterhalt ist es ein bisschen schwieriger, was zu kombinieren. Aber gut, kleiner Fehler. Trotzdem, die beiden sind auf jeden Fall jetzt weg, aber sowas von, aber sowas von. Na, wobei, ich glaube gar nicht mal. Hm, vielleicht wäre es doch mit Streit besser gewesen. Na, egal. Trotzdem, das wird jetzt ein Chain-Festival, Freunde. Yi Ling ist auf jeden Fall 1000-mal eliminiert jetzt. Guckt euch das an. Hilfe. Hilfe, zur Hilfe. Komm, das muss reichen. Wenn ihr jetzt überlebt, ne, das wäre schon ein bisschen bad. Nein, er überlebt natürlich nicht. Unmoral plus 20 für Guan Yu. Damit wird wieder seine passive Fähigkeit aktiviert. Und er bekommt wieder 20% Angriffsbonus. Was ziemlich nice ist. Und mit Mizu können wir jetzt nicht vor hinten wieder attackieren. Yuan Shu kann nichts machen. Na, jetzt kommt er natürlich auch mit seinem Charge.
Aber ja, wenn man nur eine Taktik macht, ohne was zu chainen, dann macht es eigentlich sehr, sehr wenig Damage. In der Regel teilweise sogar weniger Damage als normale Angriffe, deswegen chaint eure Taktiken, Freunde. So. Charge wurde ja wieder neu aufgefüllt, stimmt. Weil ich den ja gekillt habe, den Yiling. Das ist gut. Überfall. Machen wir. Machen wir. Perfekt. Kann wieder alles genauso chainen wie eben. Das, Freunde, ist Dynasty Tactics. Da haben wir es wieder. Großangriff wäre eine Möglichkeit. Ja. Ah nee, der hat keinen Charge. Ansonsten würde ich lieber hier platzieren. Großangriff, alle greifen an, macht dann immer so 6000 Damage. Was totaler Overkill ist. Ah nee, geht aber nicht. Ich muss wieder auf die Hilfe bauen, ne? Ansporn bringt nichts, Großangriff bringt nichts, Lockvogel, Lockvogel? Bringt nichts. Hätte ich mich anders positionieren müssen. Ach, Hilfe ist gar nicht verfügbar, warum das denn nicht? Oh. Not so good. Der nicht noch Hilfe? Nee, hat der das gar nicht mehr? Dann muss ich nochmal die Taktiken changen, weil Hilfe ist schon gut. Allerdings. Oh ja, doch. Wenn ich mit Zheng Fei Überfall mache, dann komme ich aber hier hin. Das funktioniert ja gar nicht, was ich wollte, sehe ich gerade. Ich kann gar nichts chainen. Doch. Mit Furcht. Ja, dann kann ich mich hier hinstellen mit Großangriff. Oh yes. Okay. Hart. Aber gemeistert. Perfekt. Okay. So. Jetzt sagt mir mal einer von euch. Dynasty Tactics ist nicht das heftigste Strategiespiel, was es gibt. Guck mal, was man hier alles bedenken muss. Das ist so krass, Mann. Das ist Strategie auf dem nächsten Level. Wirklich. Das ist einfach nur awesome. Wer Strategiespiele mag, das ist perfektes Spiel. Das ist so gut, ey. Guckt euch das an. Und wirklich lieber einmal mehr überlegen. Ihr werdet es nicht bereuen. Weil dann kann man sowas hier ausrichten. 13.000. Ja, Freunde, ich spiele mich schon mal ein hier mit den Taktik-Kombos. Weil später brauchen wir die. Da zaut so dann 12.000 Leben oder so. Wäre natürlich jetzt auch tot gewesen. Aber ist okay, ist okay. Ja, Streit. Können wir jetzt gar nichts damit machen. Wir gehen wahrscheinlich von der Seite angreifen. Ja, immer auf die Armee zu. Ja, ja. Nevermind. Wir sind hinter ihm. Was könnten wir denn für eine Taktik machen? Also Li Bei, der hat noch den Lockvogel. Lockvogel würde Yuan Shu ein Feld nach hier rücken. Ansporn würde nichts bringen. Zheng Fei. Was könnte der machen? Überfall. Zheng Fei kann auch dahin. Ich hab's. Wir nehmen Ansporn. Tatsächlich doch. Vertreiben. Was war vertreiben? Ach, das war scheiße. Hinterhalb, weiß nicht, ob das als Grasland zählt. Ach, hier steht ja immer Grasland. Ja, was ist denn jetzt alles Grasland? Ach, das ist Ebene und das ist Grasland. Ja, ist ein bisschen grüner, ne, hier. Ja, okay. Da wird Hinterhalt sogar gehen. Wollen wir die Hinterhalt machen? Attacke, verfolgen. Ja, verfolgen ist auch cool. Aber was passiert bei verfolgen nochmal? Wird weggedrängt. Ist aber in Ordnung. Weil er kann nicht weggedrängt werden, weil Mietze blockiert. Okay. Fertig. Fertig wie Rettich. So. Der positioniert sich so. Dann kann Zheng Fei. Was macht Zheng Fei denn dann? Überfall, ne? Überfall direkt ja den Gegner nicht weg, ne? Nee. Okay, perfekt. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Alles wieder perfekt gelöst. Ey, in der ersten Schlacht, ne? Des Let's Plays habe ich so richtig gesackt, wenn man das jetzt mit diesen schon wieder vergleicht. Ich bin jetzt schon wieder eingespielt. Ihr merkt das. Au, oh, yes, Freunde! Taktik Fiesta vom Feinsten. Guckt's euch an. 800 ist nicht viel, ich weiß. Ist wirklich nicht viel. Verfolgen, haut immer ordentlich rein. Und senkt die Moral des Gegners noch. Super gut. Ist aber immer schwierig einzuleiten, weil man immer hinter den Gegnern sein muss. Und jetzt nur anspornen, einfach just for the lulz. Je mehr Chains man erreicht hat, desto größer steigt auch die Moral.
Ist logisch, oder? Schon mal einen Moralboost von 40 gegeben bei Chain 7 oder so. Ich hab's mal geschafft bei Dynasty Tactics 2, was meiner Meinung nach halt leichter ist, eine Chain von 16, glaube ich, war das zu machen. Ah, kann das sein? Das kann nicht sein. 12. 12 kommt hin. Ja. Habe ich schon mal geschafft. Aber der hat mich auch wirklich dafür gegeiert, ne? Ist klar. Meets Level 2, kein interessiert. Feuerangriff. Ja, ist ganz gut. Überfall. Ja, Überfall ist auch mal ganz nice. Attacke ist super. Es wird auf jeden Fall reingenommen, wenn er keinen Taktik-Slot mehr hat. Auf jeden Fall reinnehmen. Und Schuhstruppen wurde eliminiert. Meine Dynastie! Da! Es kommt davon, wenn man sich einfach selbst zum Kaiser erklärt. Kaiserliche Siegel zu uns abgezogen. Dafür hat er ihm ein paar Truppen bereitgestellt, damit er da unten die Länder von Jiangdong zurückerobern kann. Und dann hat er sich direkt zum Kaiser ernannt, der Yuan Shu. Und jetzt wurde er bezwungen. Yuan Shu wurde bezwungen. Das war zu leicht. Berichte! Mein Lord, Cao Cao hat uns da hinten angegriffen. Unsere Burgen fallen, während wir hier sprechen, und Cao Caos Vorhut rückt bereits auf den Leib. Was? Wer ist Ihr Kommandant? Cao Ren führt die Vorhut an, mein Lord. Es sind bestimmt mehr als 10.000 Mann. Verdammt, lass die Truppen umkehren. Sturmangriff von vorne. Wartet, General, wir sind in Unterzahl. Frontaler Angriff ist nicht... Schweig! Ich werde nicht hier sitzen und tatenlos zusehen. Ihr müsst den General aufhalten. Ha! Sie sind schon hier! Nein, wartet. Diese Flagge des Lord Liu Biao von Jing. Lord Liu Bei, ich komme euch zur Hilfe. Verdammt, Verstärkung aus Jing. Der Sieg war schon so nah. Pah, das macht nichts. Es war trotzdem Erfolg. Rückzug, alle Mann. Ihr braucht nicht ohne Grund zu sterben. Cao Caos Truppen ziehen sich zurück. Wir sind gerettet, Lord Liu Biao, wir stehen in eurer Schuld. So, wir müssen den Kampf gar nicht selber machen. Cool. Liu Bei und Lu Bu waren der Katastrophe mit der Hilfe von Liu Biao entronnen. Liu Biao lud beiden nach Xiangyang ein, wo er ihnen zu Ehren ein Fest gab. Die Burghallen waren erfüllt von Jubel und Gelächter. Hatte hier nicht Cai Mao dann versucht, Liu Bei zu töten. Ich glaube, das war das, ja. Hat versucht, Liu Bei hier zu töten mit einer Antat, was nicht funktioniert. What a great night, isn't it, Liu Bei? Ah, yes. I am extremely grateful for Lord Liu Biao's hospitality. Ha! I could have taken care of Cao Cao all by myself. General Lu Bu, where are you going? Liu Biao, I have discovered your attempts to betray me. What? What are you talking about? Unforgivable! What? This vermin plotted my death with that dog Cao Cao. And that is the reason that I executed him. Who disagrees with my decision? Ja, keiner, dann stirbt man halt auch. Und jetzt sagt ja ich, dann bringt Lu Bu einen um. After killing Liu Biao, Lu Bu took control of the land of Jing. He then purged all those who tried to stand in his way. Stunned by the sudden violence, Liu Bei flees Yangyang and finds refuge in Wan. Wan ist nun Liu Beis Hauptquartier. Liu Bei und Lu Bu führen Krieg. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt wird's serious. Der wahre Lu Bu. Ein Verräter. Ein Dämon. Der bezwungen werden muss. Xin Ye in der vorgegebenen Zeit besetzen. Nächstes Ziel. 4 Züge übrig. Achso, Xin Ye ist direkt daneben. Wir haben quasi 4 Züge Zeit, uns vorzubereiten. Okay, ich denke, das machen wir im nächsten Part.
Ja, das war historisch natürlich nicht so, dass Lu Bu Liu Biao getötet hat. Aber je nachdem, was man hier für Entscheidungen trifft, wie man halt handelt, nimmt diese Geschichte einen anderen Verlauf. Das ist ziemlich nice. Es fördert halt den Wiederspielwert des Spiels und ist immer cool, sowas zu machen. Immer so quasi andere Handlungsverläufe anzunehmen, je nachdem, was das Spiel halt macht. Sowas ist immer geil. Und so ist es halt hier auch in diesem Spiel. Gut, wir speichern und Lu Bu werden beim nächsten Part dann herausfordern. Ich versuche mal dann meine Armee zu zweiteilen, weil ich will nicht nur mit 4 Mann gegen Lu Bu antreten. Und es geht irgendwie. Wahrscheinlich muss ich Zhang Fei als Unteroffizier machen und der kann wahrscheinlich eine eigene Armee führen. So wird es sein. Schauen wir mal. Freunde, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, würden wir uns wie gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und danke fürs Ansehen.